Ja, Ina Baltes, das ist heute in der Tat Thema der aktuellen Stunden. Diese Stoßwellen der Ereignisse vom vergangenen Mittwoch, also Mittwoch vergangener Woche in Washington, die haben auch das deutsche Parlament erreicht. Und dann erinnern sich manche auch an Bilder. Da, wo ich jetzt stehe, 30 Meter entfernt in diese Richtung, ist das Westportal des Reichstagsgebäudes. Und dort sind ja am 29. August 2020 am Rande der sogenannten Querdenker-Demonstration mehrere Dutzend Demonstranten, unter anderem bewaffnet mit Reichskriegsflaggen, die Treppe hochgestürmt, mutmaßlich um ins Gebäude einzudringen. Das ist in Berlin etwas schwieriger als in Washington, denn hier ist vor allen Dingen Panzerglas verbaut. Es haben sich ja drei Polizisten dann auch den Demonstranten in den Weg gestellt und sie so lange in Schach gehalten, bis Verstärkung kam in Washington. Davon kann man ausgehen, wer den dreien das ziemlich übel bekommen. Die beiden Regierungsfraktionen, SPD und Union, haben also diese Aktuelle Stunde heute Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Bundestag eingebracht und beantragt. Titel: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol, Strategien zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland und der Welt. Und zu dieser Aktuellen Stunde wollen wir heute Morgen unser Vorab-Interview führen. Und zu Gast ist Joanna Kotar. Sie sind Mitglied im Bundesvorstand der AfD-Beisitzerin, also Mitglied in der Parteispitze. Und Sie sind hier im Bundestag Sprecherin für Digitalpolitik in Ihrer Fraktion der AfD. Und Thorsten Frey ist bei uns stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also einer der beiden Fraktionen, die diese Aktuelle Stunde beantragt haben. Und Sie sind dort vor allen Dingen für Rechts- und Innenpolitik zuständig. Herr Frey, es gibt ja Diskussionen, ob diese Attacke auf das Reichstagsgebäude am 29. August des vergangenen Jahres, ob das vergleichbar ist mit dem, was da in Washington letzte Woche passiert ist. Ist das vergleichbar oder sind das unterschiedliche Vorgänge? Es ist zunächst einmal unterschiedlich und doch in gewisser Hinsicht vergleichbar, weil es darum geht, dass demokratische Institutionen sozusagen gekapert werden für die eigenen Vorstellungen. Und was wir in beiden Fällen erlebt haben, ist letztlich, dass auch das Internet genutzt wird, um Gedanken Worte zu geben und das dann letztlich in Taten münden zu lassen. Insofern war das schon auch ein Stück weit ein Déjà-vu-Erlebnis, das wir vergangene Woche in Washington gesehen haben. Und das hat uns in beklemmender Weise an das erinnert, was im vergangenen August hier vor dem Reichstag passiert ist. Frau Kotar, die AfD stellt ja diesen Vergleich Berlin-Washington generell in Abrede. Ja, also ich meine, wenn Sie sich die Bilder aus Washington angeguckt haben und das vergleichen mit dem, was hier in Berlin passiert ist. In Washington ist ein wütender Mob eingedrungen ins Kapitol. Es gab Tote, es gab Zerstörungen. Hier in Berlin sind ein paar zum Reichstag zugelaufen. Die haben sich teilweise umgedreht, standen dann mit dem Rücken zum Reichstag und haben Selfies gemacht. Und drei Polizisten haben ausgereicht, um sie aufzuhalten. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, es waren aber ja auch offensichtlich Rechtsextremisten dabei mit den Reichskriegsflaggen. Das ist ja das Erkennungszeichen von Reichsbürgern und Rechtsextremisten. Auch wenn hier nichts weiter passiert ist verglichen mit Washington, ist es trotzdem ein Ausdruck von demokratischer Gesinnung, das hier vor dem Reichstagsgebäude zu veranstalten? Nein, absolut nicht. Da haben wir uns auch dagegen ausgesprochen. Es ist das Recht eines jeden, auf die Straße zu gehen und für seine Freiheit und für seine Grundrechte zu demonstrieren. Aber hier dann über Grenzen zu springen und zu versuchen, an den Reichstag zu kommen, das geht so nicht. Das gehört sich nicht. Wir klären die Politik hier im Reichstag und die Bürger können gerne auf die Straße gehen. Das ist ihr Grundrecht. Aber die Grenzen müssen gewahrt werden. Herr Frey, jetzt waren die Bilder aus Washington in der Tat weitaus gewalttätiger, das ist klar. Das haben ja auch deutsche Rechtsextremisten im Netz gefeiert und gesagt, das ist doch ein Vorbild. Die haben das quasi als Blaupause propagiert. Wie gefährdet sind denn unsere politischen Institutionen, nicht nur der Bundestag? Es gibt ja in Berlin hier eine Menge Institutionen, Gebäude, auch Menschen, die politische Institutionen repräsentieren, Symbole. Wie gefährdet ist das, ist da eigentlich Deutschland? Wie sehen Sie da die Sicherheitslage im Moment? Also zum einen ist es so, dass die demokratischen Institutionen herausgefordert sind. Das ist etwas, was wir derzeit in einer Art und Weise erleben, wie es in der Vergangenheit nicht der Fall war. Und deswegen brauchen wir auch entsprechende Schutzmechanismen. Gerade die Vorfälle vom vergangenen August zeigen ja, dass der Deutsche Bundestag ganz gut gesichert ist. Und gerade wenn man dieses Sinnbild für unsere Demokratie, das Reichstagsgebäude, nimmt, dann muss man sagen, dann müssen wir dafür auch die Voraussetzungen schaffen, es entsprechend zu sichern. Das haben wir in der Vergangenheit getan, das werden wir für die Zukunft noch mal verstärken, ohne den Bundestag gegen die Bevölkerung abzuschotten. Das darf selbstverständlich nicht sein.
Aber ich will mal ein anderes Beispiel nehmen. Der Deutsche Bundestag ist nicht durch eine Bannmeile geschützt, sondern lediglich seine Funktionsweise durch einen befriedeten Bezirk. Ganz anders als die Landesparlamente in Deutschland. Und deswegen glaube ich, das sollten wir uns schon noch mal ganz genau anschauen, dass wir nicht nur die Funktionsweise des Bundestages schützen, sondern auch die Institution als solche. Und das sollte meines Erachtens auch nicht nur im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit, sondern durchaus auch eines Straftatbestandes sein. Das macht ein Stück weit auch deutlich, dass wir bereit sind, unsere demokratischen Institutionen zu schützen und dass der Meinungskampf hier im Parlament stattfindet, dass er selbstverständlich auch auf die Straße getragen werden darf, aber dass es völlig inakzeptabel ist, wenn Abgeordnete bedrängt werden in ihren Entscheidungen, wie wir es beispielsweise auch hier im Bundestag erlebt haben, als wir über das dritte Bevölkerungsschutzgesetz abgestimmt haben. Sie reden einen Vorfall an, dass es ja mehreren gelungen ist, anders als am 29. August tatsächlich hier ins Parlament einzudringen. Gelungen ist Ihnen das mit Hilfe von zwei AfD-Abgeordneten. Frau Kotar, können Sie da ausschließen, dass sich das nochmal wiederholt, mit Hilfe Ihrer Fraktion Leute hier reinzulassen, die mit Demokratie und Rechtsstaat nichts im Sinn haben? Also wir haben als Fraktion ja darauf reagiert. Wir haben die beiden Abgeordneten, die diese Gäste eingeladen haben, sanktioniert. Aber nochmal, das ist auch nicht damit zu vergleichen. Es waren einige Gäste, die eingeladen worden sind, die sich dann hier im Reichstag selbstständig gemacht haben und dann tatsächlich Politiker bedrängt haben und ihnen Fragen gestellt haben und sie beschimpft haben. Das gehört sich nicht. Und dafür werden wir von der Fraktion alles tun, dass das nicht wieder passiert. Und Herr Gauland hat sich dafür auch entschuldigt. Ja, aber ich meine, das war ja naiv gewesen zu glauben, dass sich die hier einfach nur unbeholfen oder völlig unauffällig bewegen. Den beiden Abgeordneten muss ja klar gewesen sein, wen sie da eingeladen haben. Naja, die waren ja einschlägig bekannt. Also soweit ich weiß, waren das Gäste, die schon mal im Bundestag waren, die sich ganz anständig benommen haben. Man hat nicht davon ausgehen können, dass sie das machen. Und wie gesagt, Herr Gauland hat sich dafür entschuldigt und wir werden alles dafür tun, dass es nicht wieder vorkommt. Das gehört sich nicht. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Vorfälle von letzter Woche im Kapitol zurückkommen. Entzündet hat sich das Ganze ja an dem völlig aus der Luft gegriffenen Wahlbetrugsvorwurf des noch amtierenden US-Präsidenten. Dass alle Einwände sind nachgeprüft worden, die Gerichte haben diese Einwände abgeblockt. Es wurde in mehreren US-Bundesstaaten ja auch dann nochmal nachgezählt. Warum hat sich die AfD trotzdem so schwer getan, diese Fakten anzuerkennen, dass Joe Biden jetzt der neue US-Präsident ist? Naja, am Anfang war das noch nicht ganz klar. Es waren noch nicht alle Staaten ausgezählt. Die Vorwürfe standen im Raum und jeder hat das Recht zu sagen, wir überprüfen das gerichtlich, ob das tatsächlich so ist. Die USA hat ein kompliziertes Wahlsystem. Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme gegeben hat. Auch die Demokraten haben schon mal gesagt, uns wurde die Wahl gestohlen, wir möchten das gerne nachzählen. Das ist üblich. Deswegen wartet man ab, bis klar ist, wer hat tatsächlich gewonnen und dann gratuliert man den Gewinner. Das haben wir auch gemacht. Ich beziehe mich tatsächlich auf das Timing. Als klar war, Joe Biden ist der Neue, haben ja die beiden Fraktionsvorsitzenden, Alexander Gauland und Alice Weidel, ihm gratuliert, Joe Biden. Und hat es einen Riesenaufschrei in der Fraktion gegeben. Wie könne man das machen? Sei doch noch gar nicht klar, ob das nicht doch Wahlbetrug gewesen sei, obwohl klar war, dass es kein Wahlbetrug war. Ist sich da die Fraktion völlig uneinig? Ich glaube, Alice Weidel und Herr Gauland haben ein bisschen frühzeitig gratuliert, als die Gerichtsverfahren noch am Laufen waren. Da hätten wir uns gewünscht, dass das ein bisschen später passiert. Aber als es dann feststand, ist völlig klar, wir haben gratuliert und wir werden mit Amerika gut zusammenarbeiten. Es ist genauso wichtig, mit Amerika zusammenzuarbeiten, wie auf der anderen Seite gute Beziehungen zu Russland. Das werden wir genauso handhaben. Eine weitere Folge dieser Aktivitäten und dieser Demonstranten und dieses Aufruhrs in Washington ist, dass Donald Trump jetzt ins digitale Nirvana verbannt worden ist von Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Das Mitleid darüber hält sich in Grenzen, aber Herr Frey, dürfen die Plattformbetreiber über Meinungsfreiheit entscheiden, wer wann wo was sagt? Ich glaube, darum geht es nicht primär. Natürlich muss man das im Blick haben, auch die Freiheit des Netzes, die Gewährleistung der Meinungsfreiheit muss gesichert sein. Aber umgekehrt muss genauso klar sein, dass Dinge, die in der realen, analogen Welt verboten sind, dass die selbstverständlich auch im Netz nicht erlaubt sein können. Und deswegen haben wir im vergangenen Jahr ein Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus verabschiedet, deren Bestandteil ganz wesentlich auch beispielsweise die Schärfung von Strafvorschriften ist, wenn es darum geht, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gefährden durch die Androhung von Straftaten, durch die Bedrohung
Bedrohung anderer, auch diejenigen zu schützen, die ehrenamtlich Politik machen, sich für unsere Demokratie engagieren, Kommunalpolitiker beispielsweise, und auch dafür zu sorgen, dass rechtswidrige Inhalte im Netz auch tatsächlich sanktioniert werden, auch kriminalisiert werden. Denn eine Beleidigung ist im Zweifel, wenn sie über das Internet erfolgt, sehr viel mehr Menschen zugänglich, sehr viel gefährlicher und eher abschneidender, als wenn das in der analogen Welt passiert. Das muss sich dann auch in der Strafandrohung widerspiegeln. Aber das ist ja bisher nicht passiert. Donald Trump hat in seiner Amtszeit etwa 80.000 Tweets abgesetzt. Ich würde mal sagen, nach deutschen Strafgesetzen ein erheblicher Anteil war da strafrechtlich bewährt. Müssen denn diese Plattformbetreiber auch da schon früher anfangen, jetzt nicht nur ihn rausschmeißen, ihn sperren, was die Konten angeht, seine Social-Media-Konten, sondern auch da vorher schon eingreifen, dass es erst gar nicht zu einer solchen Flut von Beleidigungen und Hetze jetzt in dem Fall durch den US-Präsidenten kommt? Ich finde, da wären Sie gut beraten. Vieles tun Sie ja auch, entwickeln ihre Community-Standards weiter. Aber wir haben in Deutschland im Jahr 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen. Wir werden das jetzt noch mal verstärken und verschärfen. Ich würde aber sagen, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel diesen umstrittenen Messenger-Dienst Telegram, wo sich die Rechtsextremisten tummeln, ja gar nicht umfasst. Ja, wir haben gewisse Mindestvoraussetzungen, etwa was die Größe der Dienste anbelangt und anderes mehr. Aber es ist natürlich ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, dass man diejenigen sanktionieren kann, die solches Gedankengut im Netz verbreiten, dass es Ausweichbewegungen gibt. Das ist richtig und deswegen müssen wir das auch klar im Blick haben, um das zu verhindern. Frau Kutta, der Bundespräsident hat ja diesen Gesetzentwurf Hass gegen Hass und Hetz im Netz erstmal zurückgeschickt wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Der ist jetzt seit neuestem wieder im parlamentarischen Verfahren. Findet das auch Ihre Zustimmung? Beteiligt sich die AfD? Sie sind ja sozusagen da die Berichterstatterin Ihrer Fraktion an diesem Gesetzentwurf, damit eben dieser Hass und diese Hetze, die diese Explosion letzte Woche verursacht hat, in Zukunft möglichst eingedämmt wird. Naja, der Gesetzentwurf war verfassungswidrig, das haben wir von Anfang an gesagt, den hat man so nicht einbringen können. Schade, dass die Koalition da nicht auf uns gehört hat. Natürlich geht die Hass und die Hetze, den man im Netz so sieht, das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn soziale Netzwerke plötzlich mächtiger werden als der Präsident der Vereinigten Staaten, wollen wir das? Wollen wir das, dass soziale Netzwerke tatsächlich darüber entscheiden, wer reden kann und wer nicht, dass politische Stimmen, die unangenehm sind, ausgeknipst werden? Über die Meinungsfreiheit entscheiden in Deutschland immer noch die Gerichte und nicht soziale Netzwerke. Und ich finde es erstaunlich, dass die Frau Merkel sich ja darüber beschwert hat, dass Twitter Trump gesperrt hat, weil das würde in die Meinungsfreiheit eingreifen und das könnten die Netzwerke nicht tun. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist genau das. Sie halten die Netzwerke an, Ankläger, Richter und Henker zu sein. Das ist genau das, was die Koalition durchgesetzt hat. Jetzt kritisiert sie das. Das ist wirklich Heuchelei. Na gut, also die Verfassung steht über allem und natürlich kann die Meinungsfreiheit nicht einfach eingeschränkt werden. Allerdings hat sie ja auch ihre Grenzen. Das steht im Artikel 5 ja drin. Dort, wo die Rechte anderer betroffen sind, endet die Meinungsfreiheit. Aber das bestimmen nicht soziale Netzwerke. Wo die Meinungsfreiheit endet. Das tun sie am Ende auch gar nicht. Sie haben Herrn Trump abgeschaltet. Nein, was wir jetzt machen, ist eine Ausleitungspflicht der Dienste an das Bundeskriminalamt. Und dort wird geschaut, inwieweit Rechtswidrigkeit vorliegt und dann der Rechtsweg eingeschlagen. Wir haben Sicherungsmechanismen, dass es nicht dazu kommt, dass Dinge, die einfach nur der Meinungsfreiheit unterliegen, aber nicht rechtswidrig sind, aus dem Netz genommen werden. Es werden Daten ans BKA weitergeleitet, obwohl gar nicht wirklich feststeht, ob etwas rechtswidrig ist oder nicht. Das heißt, das BKA bekommt Daten von Usern, die sich vielleicht gar nicht zu Schulden haben kommen lassen. Ja, aber das brauchen Sie doch in der analogen Welt auch nicht. Jede Anzeige führt am Ende zu einer Anklage oder gar zu einer Verurteilung. Aber das, was Sie vorschlagen, ist im Grunde genommen die Straffreiheit im Netz. Und das wollen wir nicht. Absolut nicht. Im Netz gelten diese gleichen Regeln, die auch im analogen Leben gelten. Und genau, und das muss man dann auch durchsetzen. Faktisch ist das wahrscheinlich im Moment nicht so, sonst müsste es dieses Gesetz ja gar nicht geben. Es gibt eben doch noch Unterschiede. Wir haben jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Debatte bekommen, die heute gar nicht ansteht zum Thema Hass und Hetze oder ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Johanna Kotar von der AfD und bei Thorsten Frey von der CDU.